Studium Generale. Woher kommt der Begriff eigentlich? Und wie alt ist der? Sehr alt. Als erste deutsche Universität wurde am 7. April 1348 die Karls-Universität in Prag gegründet, durch einen Stiftungsbrief von Karl IV. Und zwar nach dem Vorbild der Pariser Universitas Magistrorum et Scholarium, also der Pariser Uni, bestehend aus einer Gemeinschaft zwischen Lehrern und Schülern. Dieses Studium Generale war der Start 1348 in Prag, die erste Universität auf deutschem Sprachraum. Und diese Gründung wurde auch in einem berühmten Gemälde festgehalten, und zwar durch den Maler Josef Matthias Trenkwald, geboren 1824 in Prag.